Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich will nicht, aber ich muss überziehen. Oder wollen wir mit dem Jacob reden? Ja, es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Ganz ruhig, Jacob. Mich interessiert nur, wie Sie so ticken. Bei jedem anderen würde ich jetzt gehen. Die meisten Leute bei Cerberus tun so, als wären Sie der Unbekannte und verstecken irgendeinen Blödsinn hinter einem Lächeln. Aber Sie? Mir gefällt, was ich gesehen habe. Ich kann irgendwann gehen, das wissen, nur deswegen ist was möchten Sie wissen? Sie und Miranda, war da was? Ich muss ja wissen, weil irgendwie... So war Miranda aber Familie halt. Aber... Ja, guck mal, bis jetzt ist Miranda der einzige Frau, bei der er wahrscheinlich Chancen hat, weil guck dir das andere an, wir haben bis jetzt nur noch Jack und Jack ist... Du hast aber noch einen Jack. Da müssen wir doch zu fragen, ob sie zusammen sind. Notfalls hast du ja... Wir müssen doch wissen... Stimmt, da müssen wir wissen, ob sie... Ich weiß, dass Sie und Miranda zusammengearbeitet haben. Ich hatte den Eindruck, dass da vielleicht mehr war. Erst kamen wir uns näher und waren dann plötzlich sehr weit voneinander entfernt. Und der Rest geht Sie nichts an, Commander. Oh, schade, ich kann nur sagen, wobei, wir könnten ihm vortäuschen, wir sind an ihr interessiert, um quasi mehr darüber zu erfahren, ob er eine Bindung zu ihr hat, dann wissen wir, ob er was von ihr will. Jake. Ich will nur etwas mehr über Sie wissen. Ich finde Sie interessant. Ja, aber dabei kann ich Ihnen nicht helfen, Commander. Wenn ich wüsste, wie sie tickt, wäre ich entweder mit ihr zusammen oder tot. Und mehr müssen Sie eigentlich auch gar nicht wissen. Neid der Besitzlosen. Wir sollten das Gespräch beenden. Ich weiß Ihr Interesse zu schätzen, Commander. Und würde es begrüßen, wenn Sie es dabei bewerten. Entschuldigung, ich bin ein bisschen tollpatschig, wenn es darum geht, Leute anzumachen. Das sieht man, Shepard. Tut mir leid. Was, du, wollen Sie mich angraben? Ja. Dann sehe ich die Sache jetzt im anderen Licht. Hallo. Hallo, Kelly. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Danke, Kelly. Von Mama. Na klar, von Mami. Quartier des Captains. Auswählen, auf jeden Fall los. Auf, kapiert. Quartier des Captains. Oh mein Gott, wir kriegen immer mehr, mit denen wir reden müssen. Nee. So. Ma, du hast deine Dienstagsunterwäsche liegen lassen. Aber heute ist Sonntag. Panzerung. Haben wir noch irgendwie... Nein, das ist aus. Weil es meine Gesundheit um 10 erhöht. Was ist damit zu tun? So wird er die Leute anbaggern oder was? Hier läuft doch sowieso mein formellen Anzug rum. Ja, da muss aber auch im Einsatz gut aussehen. Das ist das, was die Leute interessiert. Upgrade. Das wollen die Leute sehen. Zu ungelesenen Nachrichten. Auswählen. Es ist wieder ruhig. Von Klinik auf Omega. Thomas-Dealer. Commander, ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie mich vor diesen Matarianern gerettet haben. Ich dachte, ich hätte in Dr. Solus Klinik bereits alle Abgründe von Wut und Angst gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr seine Arbeit alles in geregelte Bahn hielt und wie schlimm es wirklich war. Ohne Sie wäre jetzt tot. Danke. In der Klinik läuft alles gut. Die Seuche ist dank Ihnen zum größten Teil besiegt. Und ich könnte den Rest ohne größere Probleme eindämmen. Die Blue Suns bieten mir ständig an, hier für Sicherheit zu sorgen. Aber ich halte lieber die Max aktiv. Ich werde denselben Fehler nicht zweimal begehen. Danke. Daniel. Ja. Als gelesen, okay. Toll. Supi. Hui. Ehren mit deinen Erfolg ansehen. Retten Sie für eine Crew vor einem Übermilden. Kaum zu fassen. Jo. Die haben... Kaum zu fassen. Vor allen Dingen. So. Dann ziehen wir mal alleine, weil wir haben ja alles hier gemacht, was wir machen konnten. So, zack. Tiberius! Mannschaftsquartiere. Ich gehe mal davon aus, dass Jack nach unten gegangen ist auf den Maschinen-Dings. In diesen Maschinenraum. Wenn die keinen Durchgangsverkehr mag. So, dann reden wir nochmal mit der guten alten Miranda und dann noch mit der Jack und dann gehen wir auch schon auf die nächste, müssen aber keine Hauptmission unbedingt. Mehr so. Gehen wir auf den Wald. Erstmal wieder ein. Ich würde sagen, erstmal ein bisschen was Nebenquestiges erledigen. Questiges? Es ist schon wieder eine Kolonie verschwunden. Was? Harry's Fields habe ich gehört. Nein. Es ist nicht weit von New Kenton entfernt. Ist Ihre Familie schon wieder auf der Erde? Noch nicht. Das wäre ganz schön. Meine Schwiegermutter macht uns Kummer.
Agentin Lawson hat mir versichert, das Transportteam wird sie notfalls. Ja, 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 bla, bla, bla. Meine Familie ist tot. Happy! Der ist ein Arschloch, oder was? Ja, der ist abtrünnig. Ich guck das doch mal an hier, wenn man reinguckt. Zack! Bald ist hier die erste Stufe erreicht. Dann kriegt er so einen riesigen, wulstigen Ausfluss auf den Rücken. Commander, was kann ich für Sie tun? Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Können wir reden? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Haben Sie eine Minute Zeit? Es gibt viel zu tun. Haben Sie eine Minute Zeit? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Auf Wiedersehen. Natürlich. Alle wollen mit mir reden, nur Sie nicht. Gott. Halt nicht. Boah, halt keine Beziehung zu diesen Leuten auf. Ist mir doch egal. Mit diesen Leuten. So abschätzig. Das ist Shepard. Verdammt. Ach da, der Elevator. Ich will nicht nur wissen, was das heißt. Warp-Terminal wahrscheinlich. Ja. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Credits und seltene Ressourcen, Upgrades sind überall versteckt. Suche sie gründlich. War der Postbote übrigens. Dachte ich mir schon. So. So. Wir können ja schon einmal die Karte befragen, ob hier zufälligerweise. Vielleicht konnte ich gar nicht eigentlich angezeigt. Die Flasche der Block oder sowas, finde ich schlecht. Nee, ich dachte, die werden mir so irgendwie angezeigt, dachte ich mir. Jack! Da ist er doch. Jack! Oh, mit Wumme. Hey. Hey. Ich will reden. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Das hat die illegal gemacht. Ey. Wollen wir einfach fragen, ob sie was gefunden hat? Ja. Wenn sie es sowieso schon gemacht hat. Weil dann brauchen wir uns nicht mit dem Gewissen zu quälen, das wir sie. Was steht denn drin? Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Erzählen Sie mir das was genau. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Ja, los. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wären Sie dann meine Bootsform? Ich würde das Enterkommando anführen und wäre für die Hinrichtung zuständig. Ja. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand ganz einfach. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. So, hat uns natürlich sehr viel weitergebracht, eine Beziehung mit Jack heran. Also man muss echt sagen, Jabot versteht sich bei seinen Leuten. Ja, irgendwann wird er ausgefüllt sein. So, das muss er bedenken. Kampfinformationszentrum. Da ich mal dran. Nach oben zum Kampfinformationszentrum. So, nochmal speichern. Balalalalala. Öffnen wir mal die Galaxiekarte. So. Ne, wir fliegen mit dem Wasserportal. Aber wobei wir sind voll getankt. Da können wir auch so durchs System jagen. Eine Drecksau. Ah! Da, dass du überall 0% hast. Das ist schwer. Ja, das war. Hallo! Kaum noch Sprit. Aber heizt ja auch einfach alles da wie heute. Ist überhaupt irgendwas? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist gar nichts. Ah. Geh mal hier rüber. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Ich hoffe, damit der Hälfte kommt noch zurück. Nämlich, oh ja.
Oh mein Gott, das werden wir brauchen. Ach, dreh doch mal eine Runde. Hui! Komm, das Zeug muss raus. Du weißt, du darfst nichts wieder mitbringen. So. Nimm dir alles und gib nichts zurück, Junge. So, dann fliegen wir als Masseportal oder wollen wir nachtanken auf Weißgeld? Oh! Ja, sei doch mal ein bisschen geizig. Los, los! Piep! Scannen! Sonde unterwegs. Wow. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt.